Moin Ladies, herzlich willkommen zu Let's Play Anno 1602. Warum das Ganze? Ganz einfach, Woche, ich glaube gefühlt 20 ohne Bundesliga am Samstag. Langsam drehe ich durch und das zeigt sich bei mir so, dass ich einfach mal ein Let's Play für euch mache. Jetzt fragt ihr euch sicher, warum in aller Welt Anno 1602? Ganz einfach, ich bin ein alter Sack. Und kommt mit den neuen Spielen überhaupt nicht mehr zurecht, das ist mir alles viel zu schnell. Und auch mein Laptop ist ein alter Sack, der kommt mit den neuen Spielen auch nicht mehr zurecht und die sind eben auch viel zu schnell. Dementsprechend ein wunderbares Spiel von 1998. Ich will auch gar nicht weiter vorher groß rumlabern, wir fangen direkt an. Wir machen natürlich ein Endlosspiel, keine Sau spielt diese Kampagnen, ich kann es mir absolut nicht vorstellen. Wenn es überhaupt noch jemand spielt, aber wenn, dann spielt man ein Endlosspiel. Ziel des Endlosspiels gibt es überhaupt nicht. Man dattelt einfach vor sich hin, ist so ein bisschen wie Heroin Hero von South Park, weiß nicht, ob das was sagt. Also man jagt einfach ständig irgendwelche Sachen hinterher, die man doch nie erreicht. Und jetzt der Sound der Sounds. Oh ja, wir sind natürlich weiß. Ich werde jetzt nach und nach ein bisschen was erzählen. Wir fangen direkt mal an. Da das Spiel doch relativ langsam voranschreitet, hat man genug Zeit, während des Spielens auch zu erklären, worum es eigentlich geht. Zack, wir haben ein Schiff. Gucken uns direkt mal an. Zack, die Insel steuern wir direkt mal an. Dementsprechend haben wir jetzt schon wieder ein bisschen Zeit zu erzählen, weil wir jetzt erstmal in die Richtung schippern. Die Karte ist mal direkt aufgedeckt. Es gibt vier Kontrahenten oder auch Mitspieler, so wie man sieht. Unser White Gull schippert jetzt in Richtung dieser Insel. Theoretisch könnte man auch jede einzelne Insel erst erkunden und schauen, was bietet sie uns und so weiter und so fort. Aber am Ende zählt bei Anno tatsächlich am meisten, wie viel Fläche habe ich zum Bebauen, weil Platz ist nachher eigentlich das größte Problem, das man haben kann. Dementsprechend muss man schnell sein und sich direkt erstmal die größte Insel schnappen. Also eine neue Siedlung wurde gegründet. Der erste hat sich schon die da oben geklaut. Ich glaube, dieser rote Mitspieler möchte sich die gleiche Insel schnappen. Zumindest habe ich das so ein bisschen im Gefühl. Deswegen werden wir uns mal ein bisschen beeilen und den kürzesten Weg hier ansteuern. Wo schippern wir jetzt am besten hin? Okay, das ist gleich mal ein richtig heißes Rennen hier zum Anfang dieses Let's Plays. An Spannung kaum zu überbieten. Wir müssen wirklich schnell sein gleich, sonst gibt es sofort Krieg. Okay, wir sind gleich da. Und komm, dichter. Zack. Kontor. Waren ausladen. Und direkt erstmal den Marktplatz hinklatschen, dass er sich die gleiche Insel schnappt. Zack. Und nochmal. Zack. Und er zischt wieder ab. Oh Gott, mein Herz schlägt wie das an der Beutelratte. Das war schon mal richtig spannend. Sonst hätte es gleich den ersten Krieg gegeben. Dann hätte er sich nämlich hier ein Konto hingeklatscht und wir hätten uns die Insel teilen dürfen. Und das bedeutet sofort erstmal in Handels- und Friedensbarometer Krieg. Also als erstes sind wir erstmal alle auf Frieden eingestellt. Wir können direkt auch erstmal allen einen Handelsvertrag anbieten. Das klappt auch direkt. Hier bei ihm noch nicht. Bei ihm auch noch nicht. Also er ist anscheinend doch ein bisschen bockig, dass wir ihm die Insel hier vor der Nase weggeschnappt haben. Sein Problem. Also, wir haben jetzt ein Konto errichtet und haben diese Insel besiedelt. Ziel wird sein, die Stadt möglichst wachsen und gedeihen zu lassen, wie es der schöne Sprecher von Arno mal sagt. Wir erforschen jetzt erstmal ganz in Ruhe die Insel. Jetzt ist es mal... Der größte Stress ist jetzt eigentlich schon vorbei. Jetzt können wir uns Zeit lassen und in Ruhe unsere Insel besiedeln. Ein Erzvorkommen wurde entdeckt. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Ohne Erz geht hier gar nichts, weil wir brauchen Erz, um Eisen zu erzeugen. Und wir brauchen Eisen, um Werkzeug zu machen. Und nach Holz ist Werkzeug wohl somit der wichtigste Rohstoff überhaupt in diesem Spiel. Wir starten schon mit so einer kleinen Basis. Wir haben ein bisschen Nahrung, wir haben ein bisschen Holz und wir haben ein bisschen Werkzeug. Als allererstes werden wir mal gucken, wie wir es nachher aufteilen. Also ich denke mal, wir werden genau hier unser Stadtzentrum nachher bauen. Also hier werden so unsere Häuser und Co. sein und hier machen wir so ein bisschen Industrieviertel. Also fangen wir hier jetzt eigentlich erstmal an und ballern hier erstmal unsere erste, wichtigste Rohstoffquelle hin. Und das ist Forsthäuser. Also ohne Forsthäuser, ohne Holz geht hier tatsächlich mal gar nichts. Ich würde sagen, wir erschließen erstmal direkt die ganze Insel. Wir hauen hier nochmal einen Marktplatz hin. Können wir gar nicht, weil wir kein Holz haben. Okay. Dementsprechend wir mal gucken, hier wird nachher einer hinkommen. Also können wir hier schon mal auch einen hinbauen. Und vielleicht hier noch einen. Also fangen wir hier mit dem ersten Forsthaus an.
Holz ist so bei Anno wirklich die Basis allen Lebens. Ohne Holz geht hier überhaupt nichts. Also das ist wirklich das Allerwichtigste. Direkt danach kommt natürlich auch das Geld. Noch bekommen wir keinerlei Steuereinnahmen. Wir haben hier bloß Sachen gebaut, die Geld kosten. Aber wir haben ein relativ hohes Startkapital. Da kommt man erstmal eine Weile mit. Ja, noch ein bisschen Wald anbauen hier, damit er noch genug zum Abholzen hat. Gleichzeitig werden wir erstmal schon mal den Einkaufsbutton drücken. Und sowohl Werkzeug, bei Werkzeug können wir erst relativ spät herstellen, wenn wir nachher Bürger haben, einkaufen. Und wir werden auch ein bisschen Holz erstmal mit einkaufen, damit wir die ganze Sache ein bisschen beschleunigen. Zack, Holz ist um einiges günstiger. Eine neue Stadt ist entstanden. So, zack, kaufen wir auch noch mit ein. So. Ansonsten ist es sehr, sehr wichtig, dass wir nachher Nahrung haben. Nahrung kriegen wir erstmal nur über Fischerhütten. Dementsprechend, wenn wir hier eine Fischerhütte bauen und hier nachher auch noch eine Fischerhütte bauen, wenn es soweit ist, wenn wir wieder ein bisschen Material haben, verbinden das Ganze natürlich mit einer Straße. Also das ist auch so eine Basis von Anno. Fast alles muss mit Straße zum Kontor oder zum Marktplatz verbunden werden, sonst kommt keine Ware an. So, dann werden wir gleich nochmal eine Forsthütte bauen. Also es ist sowieso bei Anno der Fall, dass man später viel optimiert und umhermodelt. Also alles, was wir jetzt bauen, wird nachher schon wahrscheinlich nicht mehr da sein, wo es jetzt ist, weil man ein bisschen mit dem Platz haushalten muss. Gerade so die Forsthütten am Anfang, die kosten eh noch fast nichts, kostet ein bisschen Werkzeug. Das war's. So, das ist die zweite. Ich würde sagen, eine bauen wir gleich noch. Bauen wir hier noch eine hin. Und verbinden die ganze Sache. Da müssen wir jetzt eine Brücke drüber setzen. Zack. Zack. Wir haben halt auch doch eine relativ komplizierte Insel. Wie schön, dass es eigentlich mal, wenn man keinen Fluss auf der Insel hat. Bei den späteren Anno-Teilen ist es ja dann doch so, dass die Flüsse nachher eine Bewandtnis haben, weil man die für Wasserkraftwerke und so eine Geschichten braucht. Bei Anno 1602 ist es einfach nur störend, wenn so ein Fluss die Insel durchteilt, weil man eben so ein bisschen drumherum bauen muss. Aber das soll uns jetzt erstmal nicht weiter stören. Kriegen wir schon hin. So, damit haben wir erstmal schon mal die Rohstoffbasis für die ersten Häuser geschaffen. Jetzt werden wir erstmal ein bisschen abholzen. Abreißen kann man bei Anno ganz entspannt, ohne Probleme, kostet kein Geld. Und klaut zwar jetzt den Tieren, damit den Lebensraum. Es wird natürlich die Hälfte meiner Zuschauerschaft aufschreien. Die ganze vegane Abteilung wird sich jetzt aufregen. Aber Kapitalistenschwein, wie ich bin, holze ich einfach mal ab. Und bau dafür Straßen und Gebäude. Das gefällt mir nämlich. Zack. Und zack. Ich baue jetzt schon so ein bisschen mit Vorausschau. Und zwar wird das so... Hier zwischen wird sich nachher befinden alles, was die Bürger brauchen. Also da wird nachher hinkommen eine Schule, ein Wirtshaus, eine Kirche, eine Kapelle, eine Kathedrale und so weiter und so fort. Und rundrum, also... Vor diesem Marktplatz und hinter diesem Marktplatz werden wir die ganzen kleinen Häuser bauen. Man fängt einfach an mit Pioniershäusern. Die können wir direkt hier hinschmeißen. Und die bringen uns jetzt unsere ersten Einnahmen an Steuergeldern. So, die Ansprüche am Anfang sind relativ gering. Also die wollen fast nichts. Die wollen eigentlich nur Nahrung. Und wir können die Steuer trotzdem auf 48% setzen. Damit die sich dann nachher weiterentwickeln zu der nächsten Stufe, was in dem Fall Siedler sind, bräuchten wir Stoffe und eine Kapelle. So. Das werden wir jetzt noch nicht gleich machen. Wir werden erst so ein bisschen eine Basis schaffen. Und werden erstmal rundherum hier ein paar Häuser bauen. Ein kleines Stadtzentrum praktisch. Und dann setzen wir nachher den nächsten Schritt und bauen eine Schafsfarm. Und mit diesen Schafsfarmen bekommen wir dann Stoffe über eine Webstube.
werden wir nachher, denke ich mal, einfach hier unten hinbauen. Genau, das wird am besten sein. So, und ihr merkt jetzt schon, die Musik im Hintergrund beruhigt doch ungemein. Das ist wirklich ein relativ entspanntes Spielen. Wenn einem das nachher zu langweilig wird und es einfach nicht vorwärts geht, gibt es bei Anno die Möglichkeit, die ganze Sache zu beschleunigen. Wenn wir jetzt auf F7 drücken, dann geht die ganze Sache vorwärts. Achso, wir haben ja die Insel noch erforscht. Wir können hier anbauen Kakao, Baumwolle und Gewürze. Baumwolle nur zu 50%, dann hat man halt nur den halben Ertrag. Macht meistens dann noch nicht viel Sinn, das zu machen. Es ist ein bisschen schade, dass wir hier keinen Alkohol bekommen. Das ist immer so das Erste, was die haben wollen, um sich zu Bürgern zu entwickeln später. Dementsprechend müssen wir dann nochmal eine andere Insel besiedeln und eine Handelsroute aufbauen. Aber das kriegen wir dann auch hin. Achso, jetzt habe ich eine Weile F7 gedrückt. Jetzt hat sich auch direkt unser Konto mit Waren gefüllt und wir können wieder basteln. Ich baue immer so in Zweierreihen. Das hat folgende Bewandtnis. Später werden wir eine Feuerwehr brauchen. Und diese Feuerwehr muss auch an alle Häuser rankommen. Also würden wir hier drei Häuser nebeneinander klatschen, würde in die mittlere Reihe würde die Feuerwehr nicht erreichen. Das wäre ein Riesenproblem. Dann würden unser komplettes Stadtzentrum einfach mal entspannt abbrennen. So, unsere Bilanz ist immer noch negativ, deswegen werden wir erstmal noch ein paar Häuser bauen. Drücken wir nochmal bis auf F7 und lassen unsere Forsthäuser ein bisschen arbeiten. Also er hat jetzt hier schon mal das erste Problem. Er hat keinen Wald, keine Bäume, die hoch genug sind, um sie abzuholzen. Deswegen könnten wir den erstmal auf Produktion stilllegen setzen. Spart dann ein bisschen Geld, die Betriebskosten gehen runter. Genauso wie ihn. Zack, alle auf Kurzarbeit. So wie jetzt auch gerade. Und wir sparen Geld. Zack, zack, zack. So. Dann schauen wir mal, was passiert. So, einen können wir noch. Ich denke mal, jetzt dürften auch schon die ersten wieder soweit sein, dass abgeholzt werden kann. Irgendwie der Einkauf von Holz hat nicht so richtig funktioniert, merke ich gerade. Da sind wir wahrscheinlich zu günstig rangegangen. Mal ein bisschen mehr bieten. Und schauen wir mal, was passiert. So. Unsere Bilanz ist zwar immer noch... Jetzt ist sie positiv. Jetzt ist sie positiv geworden. Also klar, sie ist hier noch negativ, aber es liegt immer an den Einkaufskosten. Die sind ja nicht dauerhaft. Dementsprechend können wir jetzt eigentlich, wenn wir wieder Holz haben, anfangen. Schauen wir mal. Ja, wir verkaufen uns kein Holz. Gut. Ja, dementsprechend warten wir jetzt mal ein bisschen. Macht die Sache für euch natürlich ungemein spannend. Aber es soll ja auch beruhigen. Wenn diese Musik nicht beruhigt, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, damit das Ganze schneller geht, werden wir einfach nochmal ein Forsthaus bauen. Das ist ja grauenhaft, wie langsam das hier vor sich geht. Ach ne, jetzt fangen sie doch wieder an. Okay, wir lassen das Ganze doch. Und jetzt kann es losgehen. Jetzt werden wir uns eine Schafsfarm nehmen. Wo bauen wir hin? Ich sage, wir bauen das mal da hinten hin. Gucken mal, wie viel Wald er wirklich braucht hier. Also alles, was praktisch jetzt hell leuchtet, das ist sein Einzugsgebiet. Alles andere nimmt er sowieso nicht in Anspruch. Und das werden wir jetzt hier eben für unsere Schafsfarm nutzen. Gehen wir wieder auf langsamer. Denn hier an mit der ersten Schafsfarm. So, auch die haben so ihren Einzugsbereich, den sie brauchen, um effektiv zu arbeiten. So, zwei Stück. Und dazu brauchen wir diese Webstube. Diese Webstube wird dann für unsere Stoffe sorgen. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich aus dem Spiel kommt mit den Schafen oder von draußen. Ein paar hundert Meter weiter hier von meinem Häusle befindet sich auch eine kleine Schafswiese. So, damit hätten wir, wenn es dann soweit ist, das erste Bedürfnis unserer Einwohner erfüllt. Das zweite, was sie wollen, ist diese Kapelle. Das ist ein bisschen einfacher zu bauen. Da schnappt sich einfach eine Kapelle und setzt sie in sein Dorfzentrum. Jetzt gucken wir eben, dass die Kapelle möglichst viel erreicht. So, wenn wir sie so hinsetzen, sind alle
Pioniershäuser erreicht worden und alle würden sich weiterentwickeln, wenn sie dann Stoffe haben. Genau so sieht's aus. So. Ich würde sagen, weil wir auch nur eine Fischerhütte haben, werden wir am besten mal noch eine zweite bauen, damit unsere Nahrung auch weiter, unsere Nahrungskette auch weiter auf Hochtouren läuft. Dazu sind diese Fischgründe wichtig, die ihr hier seht. Hier ist dunkelblau, hier ist ganz hellblau und dieser mittlere Blauton, das sind Fischgründe. Den werden wir auch wieder verbinden mit einer Straße und schon kann es losgehen. So, noch hat er ein Fragezeichen über dem Häusle, weil einfach noch nichts produziert wurde. Das ist einer der wenigen Produktionsketten, die nicht direkt mit der Straße verbunden werden müssen. Also diese Webstube geht praktisch zu Fuß, oder der Weber der Webstube geht zu Fuß zu den Schafsfarmen und schnappt sich die Wolle. So, Erde ist die erste Tonne Wolle im Lager, heißt, jetzt müsste sofort eigentlich unser kleiner Webmeister in Richtung Schafsfarm laufen. Holzproduktion läuft auch. Jetzt können wir eigentlich auch noch mal ein, zwei Häuser bauen, um die ganze Sache ein bisschen zu optimieren. Wir bauen das jetzt mal so, dass wir eben innerhalb des Einzugsgebiets der Kapelle bauen, ne? Und da stiefelt er auch schon von dann. Ich habe auch gesehen, unsere Stadt heißt noch Worrach. Das ist natürlich Quatsch. Unsere Stadt, unsere erste größte Stadt, würde ich sagen, nennen wir erstmal Dewitz. Ganz klar, Zentrum allen Lebens. Und unser Schiff, unser White Gull, nennen wir erstmal Flying Korablin. Ganz klar. Und dann schauen wir mal, was unser kleiner Webmeister hier macht. Können wir die Sache mal wieder ein bisschen beschleunigen, würde ich sagen. Dann müssten eigentlich gleich die ersten Siedler entstehen. Ich baue jetzt bewusst noch nicht mehr Pioniershäuser. Zack, da ist er auch schon. So, die ersten Siedler in Dewitz verlangen selbstverständlich, wie könnte es anders sein, nach Alkohol. Denn für das nächste Dorffest brauchen wir Suff. Ohne Suff geht gar nichts. Also die zahlen jetzt automatisch eben auch schon mehr Steuer, aber da können wir jetzt zum Beispiel nicht mehr verlangen. Ja, wir können mehr verlangen, aber dann haben sie auch nachher ganz schnell keinen Bock mehr und würden sich auch nicht weiterentwickeln. Also nur wenn sie richtig zufrieden sind, entwickeln sie sich weiter. Und solange wir es nicht zwingend brauchen, lassen wir die Steuer so, dass die Jungs sich auch freuen und sich weiterentwickeln. So, ich würde sagen, fürs allererste Let's Play, nur um es mal zu probieren, soll das reichen? Wir haben unsere Stadt ganz nach oben gebracht, aber denkt immer daran, das Glück ist eine Hure. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.